Also ich bin in einer Fachschule für Wein- und Obstbau Lehrer geworden, weil es für mich ganz entscheidend ist, den Praxisbezug zu haben. Ich bin Lehrer geworden, weil sich das einfach zufälligerweise so ergeben hat. Ich habe vorher in der Erwachsenenbildung einiges gemacht und bin immer mehr irgendwie auch in die Arbeit mit Jugendlichen zugerutscht. Für mich war Silberberg immer auch ein bisschen wie zu Hause sein, wie eine Familie. Wir bilden da wirklich ganz gezielt Obst- und Weinbauern aus. Und ich muss auch eine Lanze brechen für die Schüler, die wir haben. Die sind wirklich in Ordnung und man kriegt auch als Lehrer an diesen landwirtschaftlichen Schulen sehr, sehr viel zurück. Mein Tagesablauf in der Schule schaut so aus, dass wir am Vormittag doch etliches an Theoriestunden haben. Und dann beginnt am Nachmittag meistens der praktische Unterricht. Und das macht es auch für mich als Lehrer natürlich besonders cool, weil man das mitunter durchaus mit einer Gaude verbinden kann, dass man Sachen im Keller und Küche experimentieren können. Der eigene Betrieb zu Hause mit der Schule ist relativ oder sehr gut vereinbar. Lehren an einer Landwirtschaftsschule ist doch ganz anders als in anderen Schulen. Wir haben erstens viele Schüler da, die aus der Praxis kommen und das macht das Leben und das Unterrichten mit ihnen schon mal ganz, ganz anders. Es ist ja auch für Quereinsteiger möglich, hier in Silberberg oder in anderen landwirtschaftlichen Schulen zu unterrichten. Wir haben inzwischen auch etliche Kollegen da, die jetzt aus der Praxis kommen und die über den Praxisunterricht, mit dem sie da bei uns angefangen haben, draufgekommen sind, dass das Arbeiten mit unseren Schülern so klasse ist, dass sie jetzt sogar nebenbei dieses berufsbegleitende Studium in Obersankt Veit machen. Die Bandbreite in den landwirtschaftlichen Schulen ist sehr, sehr groß. Kommt einfach her, schaut es euch an, informiert euch. Egal ob Quereinsteiger oder nicht, wir freuen uns auf euch.